Ich gebe zu, dass ich am Anfang nicht gleich zugesagt habe. Ich bin ein alter Mann inzwischen. Aber der Benjamin, der hat ja eine so sympathische und unaufdringlich fordernde da kann man schlecht Nein sagen. Und dann habe ich mich nach einer Woche Bedenkzeit dazu entschlossen, doch zu euch zu kommen. So, jetzt auf die Frage zurück. Danke. Ich merke, wenn ich den da höre, dass ich doch verdammt alt geworden bin. Das ist ja immerhin über 20 Jahre her. Und da konnte man noch reden, schnell. Und ist schon ganz ulkig. Nun ist ja Patrick Stewart, das wissen wir alle ja, sehr charaktervoller Darsteller, Shakespeare-Darsteller. Er ist ja nach wie vor ja auch in der Shakespeare Company. Und er hat ja nicht nur Star Trek gemacht, er hat ja auch die unglaublichen, also die drei Weihnachtsgeister, mein Lieblingsweihnachtsfilm, sich darauf vorzubereiten. Ich stelle mir das irre schwer vor, auch wenn man nur, sage ich mal, im Synchronstudio steht. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Eigentlich, um ehrlich zu sein, wenig. Da muss man wissen, wie das heute so läuft. Es ist wie alles heutzutage sehr schnell, hurtig und flink geworden. Und wir wissen alle, das Grundprinzip ist Zeit ist Geld. Und so wie ich das früher, ich habe ja meine erste Hauptrolle synchronisiert 1966, da hatte man Zeit, sich jeden Film vorher anzusehen, sich damit zu beschäftigen, dann innerlich zu Hause. Das war noch eine Zeit, da wurde auch nicht so auf das Papier geachtet und die Druckerfarbe. Da bekam man die Texte mit nach Hause, konnte sich damit beschäftigen, ein bisschen vorbereiten und sich zu seiner Rolle Gedanken machen. Heute ist es mir so, man wird gecastet, mitunter auch nicht, wenn man eh schon auf der Figur drauf liegt. Dann ruft einen der Aufnahmeleiter an, einem wird mitgeteilt, pass mal auf, du bist für diese Rolle genommen worden oder besetzt worden und der erste Termin ist dann und dann. Das ist im Prinzip alles. Dann erwarten die von einem, wenn man Profi ist in dem Beruf, dass man also dorthin kommt, sich vors Mikro stellt. Man weiß vorher nicht einmal den Text unbedingt. Man hat ja Augen, sich das anzusehen, und man hat Ohren, sich das anzuhören. Und es gibt ein Grundprinzip, hör genau hin, was der Kollege da aus Amerika oder England oder Frankreich da oben macht. Denn wir sind im Prinzip ja nur Bedienende, gespielt hat der es ja schon. Aber es ist ja nicht so, dass man könnte jeder synchronisieren, es einfach nachplappert. Dann wäre man Übersetzer. Sondern wir spielen ja vor dem Mikrofon die Geschichte nach. Wir empfinden sie nach, das sieht manchmal für Leute, die noch nie in so einem Studio waren, mitunter auch ein bisschen ungewöhnlich und krank aus, wenn plötzlich normale Menschen, auch Ältere vor Mikrofon, wenn da eine Schlägerei stattfindet und dann die Geräusche machen. Und das geht natürlich auch nicht ohne die entsprechenden Bewegungen ab. Mir ist schon mal passiert, dass ich bei heftigen Szenen solcher Art dem Kollegen neben mir, die jetzt seltener geworden sind, weil man jetzt X, so heißt das in dem Gewerbe, dass man ins Studio kommt und spricht seine Rolle ganz alleine. Die moderne Technik macht es möglich. Mir war es immer lieber, neben Kollegen zu stehen und von denen abnehmen zu können vom Ton. Das macht heute im Prinzip alles der Tonmeister, der da in seinem